Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich habe heute eine Verpackung für euch, eine winterliche, weihnachtliche, wie auch immer. So sieht sie von der Seite aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das nennt, diese Form. Aber ja, und drin versteckt sich. Es wurde sich ja gewünscht, dass ich das mal verpacke. Und per Zufall habe ich von meiner lieben Andrea von Gestempelt und Gestreift eine Verpackung geschenkt bekommen, wo ein Yes-Törtchen mit Lebkuchen-Style drin war. Perfekt. Sie wusste davon nichts, dass ich da auf der Suche bin. Das kam quasi auch vor den 8 Tagen Weihnachten an. Das Video ist jetzt auch vor den 8 Tagen Weihnachten gedreht, nur damit ihr so ein bisschen die zeitlichen Rahmen kennt. Auf jeden Fall habe ich die in den Läden nicht gefunden. Sie sollen es wohl im Rewe geben. Wir haben hier keinen Rewe. Und im Edeka und sonst wo gab es es leider nicht. Ich habe jetzt aber eins und habe das eben hier in der Verpackung verpackt. Und ich hätte sowieso, weil ja halt der Lebkuchen drauf ist, den Lebkuchen verwendet. Und die Andrea hat das auch gemacht. Die hat hier das schöne Papier genommen mit dem Lebkuchenmann. Da ist er. Er müsste noch viel öfters da drauf sein, finde ich. Aber er ist da nur einmal. Nee, da auch nochmal. Und darum soll es heute gehen. Das ist hier so eine Einstecklasche und dann bleibt es geschlossen. Und ich habe von diesem Papier noch dieses Stück. Deswegen sind jetzt hier die Socken drauf, weil ich konnte ja jetzt keine 2 Verpackungen draus machen. Ich darf mich jetzt nicht verschneiden, weil dann, ja, war es das. Und manchmal bin ich ja so drauf, dann kaufe ich mir 2 Packungen, weil ich dann eine Seite so toll finde. Aber diesmal habe ich gedacht, nein, du hast so viel Designerpapier. Am Ende des Tages muss das ja irgendwie alles verarbeitet werden. Von daher muss ich jetzt mit dem klarkommen, was ich hier noch habe. Ich zeige euch aber mal grundsätzlich das Papier. Das ist nämlich in keinem Katalog. Deswegen halte ich es hier auch nochmal in die Kamera. Das ist nur im Online-Shop zu sehen. Das ist ein Online-Exklusivprodukt. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die nicht im Katalog sind, sondern nur online zu sehen sind. Ihr könnt das aber ganz normal über mich bestellen, wenn ihr möchtet. Ich habe hier schon so viel damit gearbeitet, dass ich nur noch Schnipsel habe. So sieht es aus. Hier sind die Weihnachtsmänner, die Bäume. Das ist eine ganz bezaubernde Seite mit so einem Sessel und einem Fenster und Kamin und einem Weihnachtsbaum. Also richtig schön. Und dann haben wir halt hier die Söckchen. Also ja, hier habe ich noch so angeschnittene Sachen, aber das hätte mir ja auch nichts gebracht. Der Streifen hier eventuell noch für meine Seiten. Da ist ein Kluder drauf, das kann ich noch wegmachen, das klebt sonst überall dran. Ja, dann haben wir hier hinten noch ein Rot. Was haben wir hier noch? Das ist auch süß mit so einem kleinen Briefkasten und Briefen. Also die Weihnachtspost quasi. Das ist der Rückseite mit dem Dings, genau. Ich glaube, das war's dann, ne? Lässt sich immer schlecht zeigen, wenn man nur noch Schnipsel hat. Also schaut auch unbedingt mal in den Online-Shop, selbst wenn ihr es da nicht kaufen wollt. Da gibt es die Kategorie exklusiv online, da kann man draufklicken. Und dann sieht man halt alle Artikel, die nicht normal so im Katalog abgedruckt sind. Denn der Trend wird jetzt dahin gehen, dass das immer mehr ist. So, was brauchen wir? 16 x 21. 16 ist genau hier in der Ritze, wenn ihr den Stampin'-Abschneider habt. Und 21 ist es ja dann schon. Wir können die kurze Seite gleich oben lassen. Ich lasse den Arm ausgeklappt. Kurze Seite bei 1 cm falzen. Dann drehe ich es rum und falze bei 4. Bei 8,5. Bei 11,5. Und dann drehe ich es mir auf die lange Seite. Da fange ich an mit 1,5.
dann bei 4,5. 16,5. 19,5, dann war es das. So, weil ich gerade den Schneider hier habe, mache ich schon mal das savannefarbene Papier unten drunter. Das ist 11,5, genau, das müsste dann so schon richtig sein. 4 cm haben wir da einmal und 11,5 mal 2,5. Diese Aussetzer, die man manchmal hat, ne? Ich weiß auch nicht. Das brauchen wir zweimal, also 2,5. Wenn man selber seine Anleitung nicht versteht. Dabei ist die relativ ordentlich, oder? Also, finde ich gar nicht so schlecht. So, und jetzt das Designerpapier. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Designerpapier 11,2. Das ist ein Streifen ab. Mal 3,7. Ja, 3,7. Und dann 2,2. Köpfe den armen Lebkuchenmann und es bleibt ein Stück übrig, für was auch immer. So, jetzt können wir erstmal weitermachen. Hier oben ist die 1 cm Klebelasche und ich drehe es jetzt mal so um, dass die hier unten ist. Dann schneide, also hier, diese Fläche bleibt stehen. Der Rest kommt hier oben weg. Und das schräge ich mir an. Das ist quasi das, was man dann nachher reinsteckt, um es zu schließen. So, also so bleibt es stehen. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Den Rest behalten wir, also auch hier die beiden kleinen Teile, die man ja oft abschneidet, je nachdem, was man für eine Verpackung hat. Jetzt brauchen wir aber noch mal ein Lineal und irgendwas zum Falzen. Hier zum Beispiel an dem Aufhebhelfer ist eine Falzkugel dran. Da ist das Lineal. Und jetzt haben wir ja links und rechts neben diesem Teil zwei Felder, die jeweils 3 cm sind, und da messen wir uns die Mitte und dann falte ich von der Ecke bis zur Markierung eine Spitze. Das ist quasi dieser Teil hier, dass sich das so schön schließen lässt, weil ohne das ja, geht eigentlich gar nicht. Dann drückt man sich das irgendwie kaputt und das sieht dann überhaupt nicht schön aus. Bei einer gewissen Höhe kann man das immer noch einigermaßen per Hand machen, wenn man da so ein Tütchen oder so macht. Aber das ist jetzt einfach zu viel, um das schön zu knicken. Deswegen müssen wir uns das markieren. Oh, Scheiße. Abgerutscht. Mal gucken, was dann hier reinkommt. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Jästörtchen. Eigentlich wollte ich ja das auch mal essen, um zu wissen, ob es schmeckt. Aber da passt bestimmt auch noch irgendwas anderes rein. Ich habe hier so ein bisschen Embossingpulver dran kleben. So, und dann jetzt mal falzen.
zumindest mal was Neues probiert haben. Das ist ja immer ganz nett, ne? Ich brauche da jetzt auch keine 3 oder 4 Stück von, aber einfach mal zu wissen, wie es denn schmeckt. So, und die Spitze hier, die lässt sich eigentlich auch ganz gut knicken. Kann man dann so ein bisschen nochmal falzen. Das müsst ihr quasi so hochknicken, dann seid ihr richtig. So, jetzt ruft mich gerade mein Papa an, der Bringer hat mich gerade hier auf ein Konzept gebracht. Der muss jetzt leider ein bisschen warten. So. Ich muss mal ganz kurz meinem Gatten schreiben, dass der bei meinem Papa gucken soll. Es tut mir leid. Weil mein Papa sitzt nämlich im Rollstuhl und wenn der mich anruft, dann braucht der bestimmt Hilfe. So. Das haben wir. Das haben wir auch. Dann kommt hier ein Klebestreifen drauf. Mhm. Oh oh. Alle. So. Er hat es gelesen, sehr gut. Dann nehmen wir jetzt kein Abreißklebeband, sondern dann versuche ich ganz penibel gerade zu bleiben. Perfekt gelungen. Ich bin begeistert. Ich hoffe, das hält jetzt auch so gut wie mit Abreißklebeband. Weil das ist natürlich da Profi-Abreißklebeband. Nein, ich habe die zweite Seite nicht gefalzt. Aber es geht noch. Oh. Glück gehabt. Es ging sogar ganz gut. Vielleicht sollte man das immer so machen. So, jetzt machen wir das. Eine Seite mache ich schon mal zu. Also das geht ganz gut, wenn man das hier innen so ein bisschen rein drückt und dann nochmal so ein bisschen nachhilft. Das muss aber so lang sein, diese Lasche. Ach, wie schön es reinpasst, freut mich immer. Hier, die Lasche muss so lang sein, weil sonst geht es wieder auf. Ne? Was man auch machen könnte, zeige ich euch gleich mal, wenn ich es zu habe. Also hier immer so ein bisschen reindrücken, dann geht es ganz gut. Man könnte jetzt auch zum Rausziehen hier vielleicht nochmal so einen Halbkreis machen, habe ich schon gedacht. Weil wenn man es rauszieht, funktioniert zwar auch ohne, aber mit so einem kleinen Halbkreis wäre es wahrscheinlich besser. So. Dann können wir das schon mal aufkleben. Um Gottes Willen. Ich finde es immer sehr toll, dass ihr Verständnis dafür habt, wenn mal was schief geht. Oder sowas wie eben, dass ich mal kurz eine Nachricht schreiben muss. Ich könnte das natürlich auch rausschneiden, aber meine Güte. Das ist ja mehr Arbeit und Aufwand wie alles andere. Ne? So. Dann passt der da drauf. Mal gucken, der Lebkuchenmann. Jawohl, der passt perfekt da drauf. Da lege ich mir jetzt die Stempelmatte unter. Das tut dem Ganzen nämlich gut.
Und ich habe Pekannuss genommen. Ich habe den auch schon mal in Kupferbraun gemacht. Ich glaube aber, er gefällt mir in Pekannuss, also jetzt hier das Rechte, besser. Wobei, ich weiß nicht, kommt vielleicht auf den Bräunungsgrad des Lebkuchens an. Aber ich fand jetzt zumindest zu dem ganzen Papier und was ich hier so benutze, war es jetzt zu dem ganzen Chili vielleicht doch so schöner. Das Gesicht noch. Da habt ihr ja so ein kleines Gesicht. Zeig euch mal das Stempelset. So sieht das Set aus. Hier habt ihr ein Gesicht. Das ist ein Geschenk mit Schleife, ein Brief. Dann habt ihr hier eine Socke. Und in den Stanzformen, zeige ich euch gleich, habt ihr sogar noch eine Weihnachtsmütze. Mit, ja, wie so weißem Fell, sag ich mal. Das For You, das habe ich schon vorbereitet, weil das wird embossed. Das habe ich auf Chili-Farbkarton schon embossed und ausgestanzt. Und die Stanzformen sehen so aus. Da brauchen wir jetzt den Lebkuchenmann. Hier ist das, wo ich den Tag mitgemacht habe. Hier gibt es auch die kleinen Herzchen, die kann man hier aufkleben. Habe ich da auch gemacht. Kann man aber auch stempeln. Und dann habt ihr hier noch die Mütze vom Weihnachtsmann. Das ist das quasi hier, das Unterteil. Und das ist das Oberteil von dieser Mütze. Und hier, das sind die beiden Teile von der Socke. Und das hier gehört oben an die Socke. Genau, sehr schön. Und da ist auch noch was für die Mütze. Also ein richtig schönes weihnachtliches Set. Auch für Kinder oder für einen Adventskalender oder für einen Nikolaustag. Geschenkanhänger, perfekt eigentlich. Für alles, was man so in der Weihnachtszeit machen muss. Erstmal wieder hier alles gerade machen. So. So, und dem können wir jetzt noch die Herzchen aufkleben. Ich mache, glaube ich, so kleine Mini-Pünktchen hier auf den Körper drauf. Da muss ich da nicht am Herz rumfummeln. Und mit dem Aufhebhelfer und noch irgendwas anderem, wenn es der Finger ist, geht das ganz gut. Na komm, ist falsch rum. So. Und dann könnt ihr euch irgendeine Schnur nehmen. Ich habe jetzt mal die goldene ist ja bei mir bevorzugt. Die ist aber jetzt schon fast leer. Deswegen muss die silberne jetzt mal ran hier. Und weil wir ja hier, weil das ja so eine neutrale Verpackung ist, sage ich mal, ist das ja egal. Ob Silber oder Gold. So, und da können jetzt die beiden Teile dranhängen. Die Stanzformen machen das ja so schön, dass man das aufhängen kann. Und dann binde ich nur noch eine Schleife. Und dann kann das hier so ein bisschen rumbaumeln, wie es möchte. Das. Eine farblich passende und vom Motiv her passende Yes-Törtchen-Lebkuchen-Style-Verpackung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee. Mit Sicherheit passt auch ein Knoppers rein.
Ein Kinderboss, genau. Ein Duplo oder eine Kinderschokolade, Kinderriegel. Sowas passt bestimmt auch rein. Könnte ich mir jetzt rein so vom Format vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Oh,